müssen heute ein Boot bauen und damit den großen Robot-Cast finden. Und mit dem Boot müssen wir erstmal über den ganzen Ozean fahren. Und was ist eigentlich, wenn wir unser Boot in ein Flugzeug verwandeln? Das seht ihr alles heute. Also schaut das Video unbedingt bis zum Ende, denn es gibt wieder ein paar Bubus für euch. Lasst auf süß ein Like und ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und los, Leute, wir müssen ein Boot bauen. Und dafür habe ich hier einfach drei Zuschauer auf mein Grundstück eingeladen. Und Leute, zusammen werden wir jetzt das heftigste Boot bauen. Und, warte mal, da können wir auch da vorne segeln. Das ist aber kein Boot, das war ein Flugzeug, Leute. Habt ihr das gesehen? Seht ihr das da hinten? Da fliegt einfach ein Flugzeug. Die cheaten doch. Ich schreibe einfach mal, hey Leute, wir müssen ein krasses Boot bauen, okay? Leute, wenn wir es schaffen, bis zum Ende zu kommen, dann bekommen wir einen Schatz und ihr bekommt auch einen Schatz. Und zwar ganz, ganz viele Robux von mir. Aber wenn wir es nicht schaffen, dann bekommt niemand Robux, okay? Tut mir leid, Leute. Und genau deswegen müssen wir das heftigste Boot überhaupt bauen. Oh, und hier will noch jemand in unser Team. Ja, natürlich, kommt alle mein Team. Je mehr Leute, desto größer muss das Boot aber auch sein. Also Leute, wir bauen einfach mal drauf los, ohne Plan, ohne irgendeine Idee. Wir bauen einfach mal, Leute. Und mal schauen, wie unser Boot dann am Ende aussehen wird. Und wie lange wird unser Boot wohl standhalten? Denn wenn wir hier nämlich einmal langfahren, dann erwartet uns, uns erwarten auf jeden Fall die heftigsten Hindernisse. Also jede Stage wird auf jeden Fall super schwer sein. Aber Leute, ich glaube an uns. Ich glaube daran, dass unser Boot, ja, super cool wird. Leute, was? Was macht ihr hier? Dafür habe ich euch aber nicht eingeladen, Mann. Ich schreibe einfach, hab keine Blöcke mehr. Ist klar. Du machst hier einfach irgendwo hin, deine kleine Pupsblöcke hin. Und jetzt stehst du einfach nur hier rum und machst gar nichts, oder? Alles klar, okay. Könnt ihr mir weiterhelfen? Jungs? Jungs, was macht ihr hier? Okay, Leute, ich sag's euch. Das wird auf jeden Fall keine gute Reise. Ob wir überhaupt durch die erste Stage kommen? Keine Ahnung, Leute. Am liebsten hätte ich auch gerne ein Flugzeug oder sowas. Leute, denkt ihr, man kann sich einfach ein Flugzeug kaufen? Also, ich habe 812 Gold. Vielleicht können wir uns hier Jetpacks kaufen, okay? Aber schaut euch das mal an. Das ist ja mal viel krasser. Das sind einfach richtige Jet-Turbinen und die kosten 500 Robux. Okay, Leute, ich gebe jetzt diese 500 Robux aus, aber dafür müsst ihr auch wirklich 500 Likes da lassen, okay? Ist das ein Deal, Leute? Es ist ein Deal und Katsching. Leute, wir haben jetzt hier die drei Jets gekauft und damit können wir unser Boot zu einem Flugzeug upgraden. Aber Leute, wie sieht das hier eigentlich aus? Ey, so sieht doch kein Boot und nur kein Flugzeug aus. Oh, schaut euch den mal an. Hä, der baut einfach alleine ein Boot. Willst du nicht auf unser Boot kommen? Unser Boot ist auch cool, oder nicht? Leute, was macht ihr hier für Blöcke hin? Was sind das für Blöcke? Ich stecke im Block fest. Leute, ich stecke wirklich fest. Bitte holt mich hier raus. Und sie schreiben, wir brauchen einen Boden. Ey, ich brauche erstmal... Aha. Aber ja, sie hat recht. Wir brauchen wirklich einen Boden. Am besten machen wir sogar einen doppelten Boden hin. Ja, doppelt hält besser. Habe ich so gehört, Leute. Hey, aber das Bauen hier ist wirklich so schwer gemacht. Ich weiß ja nicht. Sieht das nach einem guten Boot aus, Leute? Was sagt ihr? Wir gehen auch so langsam die Blöcke aus. Aber Leute, ich habe natürlich genug andere Blöcke gekauft. Also hier vorne machen wir einfach mal alles voller Glas. Und mein Name ist Lars. Hä? Was? Naja, weiter geht es mit diesen Steinblöcken hier. Und doch, so langsam sieht unser Boot echt schlecht aus. Aber egal, das muss ja nicht krass aussehen, oder? Hä? Wie habe ich den Block hier platziert? Hauptsache das Boot oder das Flugzeugboot fährt und fliegt am Ende. So, ich habe jetzt nochmal 100 Steinblöcke. Wir müssen hier auf jeden Fall das Boot so zumachen, damit wir hier nicht gleich alle rausfallen. Aber wir haben ja noch nicht mal einen richtigen Boden. Was ist das hier, Leute? Ich glaube, das ist das schlechteste Boot, das jemals gebaut wurde. Also, ob wir zum Ende kommen und uns den Schatz holen? Ich weiß nicht. Aber wir geben natürlich nicht auf. So, ich tue einfach alle Blöcke, die ich habe, irgendwo hin. Hier haben wir nochmal eine Turbine. So, dann brauchen wir natürlich noch alle Sitzplätze. Ein Sitzplatz hier. Ein Sitzplatz hier oben vielleicht. Und dann haben wir die drei Jets, Leute. So, einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. Dann haben wir noch zweimal Luftballons, Leute. Und diese komischen Kisten. Keine Ahnung, was es sein soll. Aber ja, unser Boot ist gleich fertig, Leute. Wir segeln gleich los und holen uns den Schatz der Piraten. So, wir brauchen natürlich noch eine Flagge. Und fertig ist unser super cooles Boot. Leute, wie bewertet ihr unser Boot von 1 bis 10? Ich finde, das ist eine klare 10. Also egal, was ihr sagt, ihr lügt, wenn es nicht eine 10 von 10 ist. Was ist da oben? Hä?
Was fliegt da? Ist es ein Vogel? Ist es... Hä? Ist es Ronaldo? Nee, es ist... Hä? Wer bist du? Verschwinde von meinem Grundstück. Du hast hier nichts zu suchen, Mann. Leute, ich glaube, das war einfach Harry Potter oder so. Oder ist es Aladdin auf dem fliegenden Teppich? Ach, keine Ahnung. Warum liegt hier einfach ein Jetpack rum? Hä? Ich hab das Jetpack. Und oha, Leute, ich kann sogar damit fliegen. Okay, wir segeln dann los mit diesem Boot und nicht mit diesem Boot, auch wenn das auf jeden Fall viel ordentlicher aussieht. Wie auch immer, wir drücken jetzt auf den Knopf und wir segeln los. Let's go, Leute. Oh mein Gott, wir sind jetzt auf dem Wasser und unsere Reise auf dem Ozean beginnt. Ich weiß jetzt gar nicht, steuert hier jemand das Schiff? Leute... Bitte hört auf damit. Wir segeln gerade mal eine Sekunde und unser Boot ist schon falsch herum. Wir sind nicht mal bei der ersten Stage angekommen. Wie kann das sein? Vielleicht hätten wir ja doch auf das andere Boot gehen müssen. Naja, egal. Ich glaube, unser Boot ist schon ziemlich sui, oder? Leute, unser Boot. Unser Boot ist wieder am Stehen. Ja! Yeah! Aber nee, ich glaube... Oh, einer ist vom Boot gefallen. Leute, fallt nicht vom Boot, okay? Wir sind jetzt hier gerade mal bei der ersten Stage. Und... Hä? Warte mal, steuere ich gerade das Boot? Keine Ahnung, was mache ich hier? Ah, was mache ich? Ich glaube ja doch. Hä? Ich steuere das Boot. Ich dachte, das macht jemand anderes. Okay, verstehe, verstehe. Wenn ich das Boot steuere, dann können wir ja nur gewinnen, oder? Wie sieht unser Boot aus? Ja doch, unser Boot sieht eigentlich ziemlich gut aus. Also ganz ehrlich, wenn wir mit diesem Boot wirklich bis zum Ziel kommen, dann habt ihr auch alle ein paar Robux verdient in den Kommentaren. Also ihr könnt jetzt schon mal euren Roblox-Benutzernamen in die Kommentare schreiben. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei der dritten Stage angekommen und... Oh, wir sind einfach im Spieleparadies. Leute, ich bleibe hier, oder? Soll ich jetzt einfach hier aussteigen? Hier gibt es sogar Pizza. Oh, nee, warte mal. Ey, wir werden abgeballert. Hört auf damit. Wir machen unser Boot kaputt. Ey, unser Boot geht kaputt. Nein, 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 Leute, das ist kein Spieleparadies. Das ist die Hölle. Wir müssen hier raus. Oh, ich starte mal den anderen Luftballon. So, ich drücke hier drauf. Okay, Luftballons. Fliegt uns bis zum Ziel. Komm schon. Oh, weia. Oh, weia, ob das was wird? Ich weiß nicht, Leute. Unser Boot hat auf jeden Fall gut Schaden abbekommen. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Was sagt ihr? Also da unten sitzt noch ein Mädel. Und hier unter mir sitzt auch noch der liebe Jan. Also wir haben noch zwei andere auf dem Boot. Und wir drei, wir werden es schaffen, oder? Jan schreibt da unten auch, schaffen wir. Das Mädel, hey Mädel, setz dich hin, na los, Emily. Eieiei, wo sind wir hier? Hä? Ich glaube, Leute, wir sind einfach... Oh, oh, wir sind bei den Samuraien eingebrochen. Nein, nein, die Turbine. Warum startet die Turbine jetzt, hä? Oh, wir fliegen einfach. Ja! Hä? Was geht hier ab? Eine Waschmaschine? Nee, 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 nee. Wir dürfen da nicht reingehen. Oh, drüber fliegen. Leute, unser Boot hat sich endlich in eine Rakete verwandelt. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, wir sind einfach schon... Hä? Wir sind wirklich gleich am Ende. Leute, wir schaffen das ja mal easy peasy. Also jetzt mal ohne Witz. Das ist die beste Rakete oder das beste Boot oder das beste Raketenboot. Ach, keine Ahnung, Mann. Wir schaffen es gleich einfach. Komm schon, noch ein bisschen nach unten. So. Nein, nein. Wir haben jemanden verloren. Nein. Jan ist aus dem Boot gesprungen. Jan, komm zurück. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Nein. Bin ich tot? Ich bin tot. Nein. Das kann nicht wahr sein. Was ist denn jetzt am Ende passiert? Nicht im Ernst, oder? Wir haben so kurz vor dem Ende verloren. Leute, das war's. Aber Leute, ich gebe noch lange nicht auf. Wir bauen jetzt nochmal ganz, ganz schnell ein neues Boot und versuchen das nochmal, okay? Ich glaube, diesmal kann ich das Boot ein bisschen besser steuern. Ich weiß jetzt, wie man fliegt und so. Leute, wir schaffen das jetzt, okay? Okay, Leute, so sieht unser neues Boot aus. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und schaut euch das mal an. Hier steht einfach Lamy. Seht ihr das? Naja, wie auch immer, Leute. Dieses Boot wird uns jetzt auf jeden Fall zum Sieg führen. Natürlich brauchen wir wieder hier unsere drei Jets an unsere Fahne. Und ja, hier brauchen wir ganz, ganz viele Kisten. Hier müssen wir unser Boot auf jeden Fall auch noch beschützen. Und ja, damit geht es auch sofort wieder aufs Wasser. Hä? Was ist hier passiert? Hallo? So, jetzt sind wir auf dem Wasser. Hallo? Irgendwas stimmt mit unserem Boot nicht. So, okay, ich glaube jetzt sind wir startklar. Ich kann hier irgendwas aktivieren. Oh,
Oh, warte mal, ich glaube, das war ein bisschen zu früh. Egal, Leute, wir fliegen jetzt einfach schon. Wir fliegen von Anfang an direkt durch jede Stage durch. Oder auch nicht. Hallo? Bitte? Bitte nicht? Bitte nicht abstürzen. So, okay, Leute, ich glaube, ich hab's raus. Ja. So, sofort in die nächste Stage. Leute, jetzt schnappen wir uns den Schatz. Wo ist der Schatz? Der König der Piraten. Wir holen ihn uns. So, wir sind jetzt hier wieder bei der Samurai-Stage. Wir werden hier mit Kunais abgeworfen. Leute, solche Kunais und Wurfsterne habe ich damals immer aus Papier gebastelt. Hat das vielleicht auch noch jemand aus meiner Community gemacht? Bitte. Ich habe mich immer gefühlt wie ein echter Ninja. So, aber wir sind, glaube ich, schon fast bei der vorletzten Stage. Oh, oh. Nein, wir wurden abgeballert. Ah, wir wurden abgeballert, Leute. Oh nein, 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 nein. Irgendwas passiert hier. Nein, das ist gar nicht gut. Ey, nee. Bitte nicht kurz vor dem Ende absenken. Bitte nicht. Oh, okay, wir fahren. Wir fahren wieder. Okay. Hey, warte mal. Hey, meine Haare. Meine Haare sind weg. Ich habe eine Glatze. Ich muss mich hinsetzen. Ich muss mich hinsetzen. Nee. Es gibt keinen Sitz mehr. Nein. Nein, nein, nein. Da ist jemand rausgefallen. Nein. Leute, das war's, glaube ich, mit uns schon wieder. Schaffen wir es noch, bitte. Leute, ich glaube, das war's wieder. Bei der vorletzten Stage, das war's hier wieder mit uns. Außerdem habe ich auch keine Haare. Also, ich will auch gar nicht mehr weitermachen. Hä? Warte mal. Ich wurde gekickt? Ich wurde gekickt? Hä? Leute, wir hätten doch fast gewonnen, oder? Also wirklich. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht gekickt worden wäre, dann hätten wir ganz bestimmt gewonnen. Da bin ich mir sicher. Naja, Leute, das finde ich jetzt echt öde. Aber wenn Roblox auch mehr keine Lust hat, dann ist es halt so. Kommentiert trotzdem eure Roblox-Namen in die Kommentare. Ich werde sicherlich dem einen oder anderen ein paar Bubux schenken. Auch wenn wir es nicht geschafft haben, Leute, ich weiß. Aber wenn ihr wollt, dass wir das Ganze nochmal probieren und bis zum Ende kommen, dann lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich tschüss.